Servus Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Ich bin ja der Meinung, Apple hat mit dem neuen iPad Pro wirklich ein absolut geniales Gerät rausgehauen. Zumindest mit dem iPad Pro 12,9 Zoll. Aber es hat meiner Ansicht nach eine riesengroße Schwäche. Ja, ich möchte mit euch heute mal über das iPad Pro sprechen. Das machen wir gleich nach dem Intro. Bis dann. Beginnen möchte ich gern mit dem Design. Und da gibt es eigentlich gar nicht so viel drüber zu erzählen, denn die sehen absolut identisch aus. Also iPad Pro 2020, iPad Pro 2021 im Prinzip die gleiche Chose. Ja, ist aber auch gar nicht schlimm, das Design gefällt mir wahnsinnig gut. Alles soweit top. Auch die Farben sind gleich geblieben, man hält es wieder in Grau und in Silber. Und ja, was soll man sagen, jetzt wo die bunten iMacs da sind, hätte man sich vielleicht auch auf bunte iPad Pros gefreut. Aber gut, man kann nicht alles haben. Das Einzige, wo man es dann tatsächlich spürt, dass eine Veränderung stattgefunden hat, ist dann am Gewicht. Das iPad Pro 12,9 Zoll wiegt 41 Gramm mehr und die 11 Zoll Variante 5 Gramm weniger. Im Prinzip ist das alles aber gar nicht so schlimm, dass sich da nicht so viel verändert hat, weil man kann nämlich sicher sein und davon ausgehen, dass das komplette Zubehör wieder passen wird. Man braucht sich also nichts Neues kaufen, weil eben äußerlich alles beim Alten ist. Ja, am Design hat sich nichts geändert, dafür sehr viel im Innenleben. Und anfangen möchte ich da mit dem M1-Chip, den sie jetzt ja in die iPad Pros eingebaut haben. Und da gleich zu vorne weg, das ist eine tolle Sache. Immerhin haben wir 50% mehr CPU-Leistung und 40% mehr GPU-Leistung. Aber was ich so lustig daran finde, ist, das Video, als Tim Possible von oben angeschwebt kommt und den M1 quasi aus einem Mac klaut und in ein iPad einsetzt. Und tatsächlich ist das doch genau falsch rum. Meiner Meinung nach ist der M1-Chip eine Weiterentwicklung vom A12Z. Und der ist im Prinzip aus den iPhones, iPads in die Macs gekommen und nicht andersrum. Also Apple stellt es so ein bisschen hin, als wenn sie jetzt einen tollen Desktop-Mac oder Notebook-Mac, was auch immer, Prozessor entwickelt haben und dieses starke Teil bauen wir jetzt auch in unsere kleinen Pads rein. Ja, und wie gesagt, ich sehe es tatsächlich andersrum. Wir haben einfach unseren A12Z weiterentwickelt, haben den M1 genannt und haben den jetzt in die Desktops eingebaut. Das ist eigentlich die richtige Reihenfolge. Ja. Nichtsdestotrotz für Apple der einzig logische Schritt, für mich auch, weil somit brauchen sie eine zwei Entwicklungszweige fahren und einmal Prozessoren entwickeln für die Pads, / Phones und einmal für die Macs. So haben sie einen Chip für alles und mich würde es auch nicht wundern, wenn irgendwann der M1 oder der Nachfolger auch in die iPhones reinkommt. Wäre auf jeden Fall ein logischer Schritt. Eine wesentlich größere Veränderung hat das Display erfahren und das ist schon echt krass. Im Prinzip haben sie ihrem Display, zumindest in der 12,9 Zoll Variante des iPad Pros, den Status XDR verpasst. Sprich, es wird die gleiche Technologie verwendet wie im Pro Display XDR und das ist schon eine Hausnummer. Die Technologie, die da verwendet wird, nennt sich Mini-LED. Und Mini-LED ist jetzt ja wirklich nichts Neues. Das gibt schon Weilchen, ist auch nicht krass von Apple erfunden. Gibt es auch schon in vielen Fernsehern. Aber es ist doch sehr geil, was die da draus in dem Display vom iPad Pro 12,9 Zoll gemacht haben. Das Display hat jetzt eine Helligkeit von 1000 Nits und in den Spitzen 1600. Das ist schon fast sonnenbrandverdächtig. Also ja, da bin ich mal gespannt, wann ich die ersten Leute im Dunkeln vor ihrem Display hocken sehe mit einer Sonnenbrille auf. Und der Kontrastwert ist 1.000.000 zu 1, was auch ziemlich gut ist. Also schon ein richtig krasser Kontrast. Wie funktioniert jetzt Mini-LED genau? Mal ganz kleiner Exkurs. Im Prinzip ist Mini-LED nichts anderes wie bei den Standard-LCD-Bildschirmen, die man kennt, die eine LED-Hintergrundbeleuchtung haben. Nur sind diese LEDs bei den bisherigen Monitoren oder Fernsehern einfach größer. Die sind einfach um einiges größer als diese Mini-LEDs. Und daraus ergibt sich einfach, dass ich nicht so viele einzelne Zonen einzeln ansteuern kann oder dementsprechend auch dimmen kann. Beim der Mini-LED-Technologie
In Verwendung im iPad Pro 12,9 Zoll sind es 2500 Zonen und das ist schon recht viel, wenn man mal überlegt. Ich glaube, das Pro Display XDR hatte um die 570 Zonen. Ja, also man kann schon davon ausgehen, dass das ein gigantisch gutes Display sein wird, was in diesem iPad steckt. Obwohl das Vorgängerdisplay auch nicht unbedingt schlecht war. Also es ist ja auch ein absolutes Top-Display und ich bin wirklich mal gespannt auf die ersten Reviews, was da wirklich jetzt der Unterschied tatsächlich ausmacht. Ja, eine etwas kleinere Neuigkeit ist dann die Integration von 5G. Das ist für mich einfach ein logischer Schritt. Das ist mittlerweile Stand der Technik. Ich meine, das 5G-Netz soll ja irgendwann vielleicht mal wirklich flächendeckend zur Verfügung stehen und wird einfach keinen Sinn machen, das nicht zu verbauen. 5G halt. Der M1-Chip gibt natürlich jetzt noch weitaus mehr her, so konnte auch der USB-Anschluss etwas aufgepeppt werden. Jetzt ist Thunderbolt 3 und USB 4 möglich. USB 4 in Anführungszeichen, aber ist ein anderes Thema. Da kommen wir dann wieder in die USB-Definitionsgeschichte rein. Ist sehr kompliziert. Egal. Wir haben jetzt Thunderbolt 3 mit bis zu 40 Gigabits pro Sekunden und USB 4 mit bis zu 20 Gigabits pro Sekunden und das ist natürlich klasse. Man kann im Prinzip ein Pro Display XDR mit 6K Auflösung jetzt am iPad Pro betreiben und das ist schon ganz witzig. Und andererseits ist es natürlich möglich, wenn man jetzt eine schnelle Thunderbolt externe SSD anschließt, dass man da Geschwindigkeiten erreicht, die dem internen Speicher nichts nachstehen. Ja, da kann man sich vielleicht dann nochmal ein bisschen überlegen, ob man an der internen Speicheraufrüstung ein bisschen spart, wenn es eigentlich stört, dass man da halt ständig irgendwas anstecken muss. Aber gut. Ist toll, ist nett, ist ein logischer Schritt. Ich meine, warum sollte Apple das künstlich begrenzen, wenn es der M1 jetzt nun mal hergibt? Ja, ist so, nehmen wir mit. Bei den Kameras hat sich auf der Rückseite vom Tablet nichts verändert. Im Prinzip genau die gleiche Chance wie beim Vorgänger. Allerdings hat man jetzt auf der Vorderseite statt einer 7-Megapixel-Kamera eine 12-Megapixel-Kamera eingebaut. Und die hat auch ein Weitwinkelobjektiv oder ein Ultra-Weitwinkelobjektiv dabei. Und dadurch hat Apple jetzt die Möglichkeit, eine Technik einzusetzen, die nennt sie Sender Stage. Und das bedeutet einfach nicht mehr, die Kamera oder bedeutet einfach nicht mehr als, dass die Kamera nimmt ja im Ultra-Weitwinkel sehr viel auf von eurem Raum zum Beispiel oder von der Umgebung, die ihr filmt. Und Sender Stage sorgt im Prinzip dafür, dass es einen Ausschnitt davon nimmt, wo ihr euch befindet, beim Videocall zum Beispiel. Und wenn ihr euch dann bewegt, kann euch die Kamera innerhalb ihres Weitwinkelbereichs folgen. Ja, das Ganze hat natürlich Grenzen, das ist kein Echo Show 10, der dann wirklich mechanisch sich hin und her drehen kann und euch quasi fast 360 Grad verfolgen, sondern die Kamera vom iPad Pro verfolgt euch halt innerhalb des Bildes in dem Ausschnitt, der gerade zur Verfügung steht. Ich muss schon sagen, das ist absolut nichts Neues, das machen andere auch schon, aber wie Apple das macht, sieht schon verdammt gut aus. Also wenn man sich mal anschaut, wie sauber das läuft, wie rund und ja, schön das funktioniert auf der Präsentation. Wenn das in Wirklichkeit tatsächlich so läuft, hat Apple da schon was Schönes hingezaubert, was durchaus Sinn macht und ist ein nettes Gimmick. Ja, und dann sind wir beim Speicher angelangt. Speichermäßig absolute abgefahrene 2 Terabyte kann man jetzt verbauen. Das ist schon richtig krass, aber halt auch Apple-like richtig teuer. Ja, und da ist es wieder ein bisschen blöd, dass nur ein Anschluss am iPad Pro ist, der zur Verfügung steht, weil ich kann natürlich jetzt auch sagen, ich nehme eine kleine Variante mit, keine Ahnung, 256 GB und kann da jetzt eine Thunderbolt 3 Festplatte anschließen, die dann wirklich auch die Geschwindigkeiten erreicht wie der interne Speicher. Allerdings habe ich halt nur einen Anschluss und da muss ich dann halt gucken, wie ich klarkomme und habe auch immer wieder ein externes Gerät dabei. Aber wenn ich mir jetzt überlege, ein iPad Pro 12,9 Zoll, weil man will ja auch das neue Display, mit 2 Terabyte internem Speicher, das wird schon richtig heftig teuer werden und ja, wird sicher auch Leute geben, die das brauchen. So, und zu guter Letzt sind wir beim Preis. Und der Preis hat sich beim 11 Zoll iPad Pro 2021 nicht verändert. Das kostet nach wie vor 879 Euro.
Das iPad Pro 12,9 Zoll mit dem neuen Display hat sich ein bisschen verteuert, aber auch nicht viel. Da ist man in der Basisversion dann bei 1199 Euro. Und ja, ich finde, das ist schon in Ordnung. Ich meine, da hat sie ja einiges getan, da darf das auch ein bisschen teurer sein. Ja, und da sind wir auch schon am Ende dieser kleinen Reise angelangt. Und ich werde jetzt noch meinen Senf dazu geben. Wen es interessiert da draußen, der bleibt einfach dran. Also ich bin der Meinung, das iPad 2021 ist ein wahnsinnig gelungenes Gerät. Das ist absolute Spitzenklasse, vor allem die 12,9 Zoll Version mit dem genialen Display. Da bin ich wirklich, wirklich gespannt drauf, was das am Schluss wirklich bringt im Vergleich zum normalen LCD-Display oder zu OLED-Displays. Das macht mich wirklich heiß. Jetzt frage ich mich aber, wer kauft sich das Teil oder wer braucht das Teil? Ja, und ganz einfach würde mir das Geld aus den Taschen wachsen und ich könnte es einfach so um mich schmeißen. Da hätte ich das Ding schon längst bestellt, kann ich aber nicht. Von daher muss ich mir da schon Gedanken machen. Und es gibt sicher auch da draußen irgendwelchen Profis, die sagen, ah, die Funktionalität von dem neuen Display, die machen schon Sinn, brauche ich unbedingt. Was ich aber nicht glaube, ist, dass da draußen jemand rumrennt, der schreit, mein iPad Pro 2020 ist mir zu lahm, deswegen brauche ich das neue iPad. Und da stelle ich mir halt echt die Frage, warum baut Apple den M1 da ein, bietet 50% mehr CPU-Leistung, 40% mehr Grafikleistung und ja, und das war's. Womit soll das denn ausgelastet werden? Wir haben iPadOS da drauf laufen und alle Apps, die es in diesem verdammten OS gibt, im App Store gibt, Entschuldigung, die laufen auf diesem iPad in Perfektion. Das Ding schläft und das Ding langweilt sich. Die laufen auf dem iPad 2020 in Perfektion und auf dem Vorgänger, davon laufen sie wahrscheinlich auch noch in Perfektion. Also mach doch das Ganze in Kombination mit dem blöden iPadOS nicht wirklich Sinn. Und ich vermute, da wird in naher Zukunft was kommen. Egal, wie es aussehen wird. Ich glaube jetzt nicht, dass Apple hingehen wird und macOS aufs iPad portieren wird. Aber es wird irgendwas in die Richtung geben müssen. Die ganzen Pro-Apps, die ich jetzt momentan nicht auf dem iPad nutzen kann, die müssen da drauf. Und wenn das passieren wird, und das wird passieren, bin ich fest von überzeugt, wenn das passieren wird, dann ist das Teil die ultimative Maschine in meinen Augen. Dann werde selbst ich hingehen und sofort eins bestellen, weil das iPad 2021 12,9 Zoll zu dem Preis ersetzt bei mir zu Hause dann einfach alles. Ja, dann scheiße ich im Prinzip auch auf den einen USB-Anschluss, den ich nur habe, weil das Ding ist einfach Hammer. Das ist im Prinzip kein Beistellwerk mehr zum Mac, ja, so wie hier so eine alte Kiste, die ich als Beistellwerk zu meinem Computer habe und dann ab und zu mit ins Wohnzimmer nehme, ein rudimentär Foto und Bild und Videobearbeitung mache, sondern dann ist das ein kompletter Ersatz. Und das wäre absolut spitze und denkt an meine Worte, ihr werdet sehen, das wird kommen, dass diese Apps entweder portiert werden auf iPadOS oder dass es irgendwie möglich gemacht wird, auf die Mac-Apps zuzugreifen über den iPad App Store. Wer weiß schon, irgendwas muss passieren. Und vielleicht sehen wir das schon auf der nächsten WWDC. Ja, ansonsten hat mir top gefallen das Teil. Wie gesagt, ich bin auch hiermit jetzt schon am Ende. Wenn euch das Video gefallen hat, ich freue mich über einen Daumen hoch und lasst ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald.